ole, Werder Bremen ole. Ein Spiel können wir verlieren, unsere gute Laune verlieren wir deshalb noch lange nicht, genauso wenig wie der junge Mann da hinten in der Rikscha. Und deshalb habt ihr hier ja auch reingeklickt bei Inside. Ja, also ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren dann auch. Also. Genau, wir betrachten das Wochenende analytisch differenziert, wie immer hier bei Werder TV Inside. Und damit dieses Differenzieren einfacher für euch wird, haben wir uns Folgendes überlegt. Eine Kennzeichnung. Die positiven Szenen werden mit diesem Zeichen gekennzeichnet. Die Szenen, die wir eher uncool finden, mit diesem. Verstanden? Jein. Prima, dann fangen wir an. Moin Werder-Fans, herzlich willkommen zu Werder TV Inside. Thema Nummer 1 heute natürlich der Schockmoment am Freitagnachmittag. Was wie ein schlechter Scherz begonnen hat, hat auch wie ein schlechter Scherz aufgehört, nämlich ohne jeden Lacher. Ich kenne Werder-Fans, die bekommen nervöse Heulkrämpfe, wenn die Werder-App eine Push-Nachricht raushaut. Und die lautete am Freitagabend dann leider: Niklas Füllkrug erlitt einen Kreuzbandriss. Lücke ist, das ist einfach eine persönliche Tragik, die mir brutal wehtut, weil der sich so zurückgearbeitet hat, so eine Mentalität hatte. Ja, das war nochmal klar auch ein Schock für uns, gerade für ihn, also mit seiner Kniegeschichte auch, das ist extrem bitter, er war richtig gut drauf, war so wichtig für uns, für ihn tut es mir einfach sehr leid. Ja, das war gestern schon für mich wirklich auch ein kleiner Schock, insbesondere für Niklas tut mir das brutal leid, der jetzt aus der langen Reha überragend zurückgekommen ist. Ich weiß noch, wie ich im März bei ihm in Hannover saß und wir darüber gesprochen haben, dass er kommt in seiner Küche und dann seine Ernährung umgestellt. Ich kenne den Jungen ja schon so lange und er hat alles dafür getan und dann liegt er da. Ey, das ist echt, das ist auch aus persönlicher Verbundenheit. Mir wird es für jeden Spieler natürlich total leid tun, aber bei ihm bin ich wirklich auch sehr betroffen. Ja, dass er jetzt sich dort wieder eine monatelange Reha unterziehen muss, ist natürlich für ihn erstmal bitter. Und uns tut der Ausfall natürlich auch weh. Aber ich weiß auch, dass er zurückkommen wird, weil das ist eine Verletzung, die ist zwar tragisch, aber die hat null irgendwas mit vorherigen Knieschäden zu tun, 0,0. Das musst du jetzt zusammenflicken, das Ding, und dann wird er wieder Tore schießen und da wird er wieder hinkommen. Aber jetzt wird eine harte Zeit vor ihm liegen, das weiß ich. Und wir werden das Bestmögliche tun, ihn dazu zu unterstützen, dabei zu unterstützen. Alle Insider wünschen dir gute Besserung, lieber Lücke. Und auch ihr könnt natürlich eure Botschaft an Lücke hier bei uns hinterlassen. Schreibt sie einfach unter dieses Video in die Kommentare. Eure Unterstützung tut natürlich jetzt gerade in dieser Phase besonders gut. Das ist ja, glaube ich, unser großes Plus hier bei Werder, dass wir so eine Fans im Rücken haben. Gerade, du weißt auch, wenn hier das Flutlicht angeht, wenn wir hier zu Hause spielen, dann ist eigentlich immer der 12. Mann auch dabei. Mit den Fans im Rücken, beziehungsweise in dem Fall nur mit einem Fan im Rücken, mit einem Werder-Fan im Rücken, ging es nämlich für Michael am Samstag zum Spiel gegen Leipzig. Und Schuld daran ist nur der HSV! Mein Sportskamerad hier neben mir hat den Mut bewiesen, zu sagen, diesen Sportskameraden fahre ich ins Weserstadion hier von Zeven, wenn mein Verein nicht aufsteigt. Und wie ihr alle wisst, ist es dazu gekommen. HSV war Favorit, war Weihnachten mit 10 Punkten vorne und dann fing das Elend an. Ne? Würden Sie die Wette nochmal eingehen? Ehrlich gesagt, nein. Eine großartige Aktion, 50 Kilometer, 7 Stunden Fahrt, etliche Sprüche garantiert von der Rückbank und dazu am Ende auch noch ein Werder-Spiel besuchen. Für HSV-Fan Michael war das alles nicht zu viel. Dafür gab es auf dem offiziellen Werder-Insta-Account auch richtig mächtig viel Lob schon. Ehrenmann Michael. Und deshalb gibt es von uns auch an dieser Stelle die größtmögliche Auszeichnung ever für einen HSV-Fan. Michael, du bist unser Typ der Woche.
ein HSV-Fan als Typ der Woche. Dass ich das noch erleben darf, das hat es in der Geschichte von Werder TV Zeit noch nie gegeben. Und ob das jemals wiederkehren wird, wer weiß. Ob ihr das jetzt positiv seht oder doch eher uncool, keine Ahnung. Was wir aber wunderschön finden und definitiv ein Tor der Woche wert ist, ist dieses Schmuckstück, was David Lennart Philipp da in Havelse in den Winkel gehängt hat. Achtung! Dieses und weitere schöne bis weniger schöne Tore vom Wochenende findet ihr kostenlos und ohne jede Anmeldung bei Werder TV. Also im Grunde genau wie auch hier. Ganz wunderbares Angebot. Also schaut da auf jeden Fall rein. Es gibt spannende Spiele und großartige Leistungen der Werder Sportlerinnen und Sportler vom Wochenende. Einfach immer nur eingeschlagen und parallel, diagonal und wusste wirklich viel ausprobiert auch, aber hat immer die bessere Antwort gehabt und vor allem auch eine knallharte Antwort. I'm happy that I could beat Timo for the first time in my life and it was probably one of the best matches I played. Wenn er so spielt, dann ja, hat man ja gesehen, ja, kann er auch um eine Weltmeisterschaft mitspielen. Auf jeden Fall da rein. Den Link dazu findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Habt ihr noch Fragen? Von daher glaube ich, habe ich alles ausführlich beantwortet. Würde ich auch sagen. Mit dem krönenden Highlight Werder TV. Wie immer. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ich danke. Gerne. Gerne. Danke. Wenn ihr diesen Kanal abonnieren wollt, klickt auf gar keinen Fall da. Klasse. Danke. Ciao. Hilf mal für.